Okay, ja, dann herzlich willkommen bei meinem Vortrag zum Thema Anwendung von freien Geodaten auf mobilen Navigationsgeräten. Ursprünglich oder der Arbeitstitel von dem Vortrag war OpenStreetMap auf Garmin, weil ganz einfach OpenStreetMap der größte Anbieter von freien Geodaten ist und Garmin so ziemlich die beste Plattform, um die offline zu verwenden. Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Thieran. Ich bin Diplomant an der TU Graz, studiere Softwareentwicklung, Wirtschaft und beschäftige mich eigentlich bei der Diplomarbeit mit einem komplett anderen Thema, nämlich mit Testen. Ich selbst bin Linux-User seit 2003 und bei der OpenStreetMap seit August 2008. Dabei mappe ich vor allem in dem Bereich Graz und Südsteiermark. Ich bin meistens mit Fahrrad und Öffis unterwegs, wobei jetzt in der OpenStreetMap die meiste Arbeit geschieht dadurch, dass wir Luftbilder abzeichnen, die wir dankenswerterweise von den Firmen Bing bzw. GeoImage.at wirklich zum Abzeichnen explizit zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, der Vortrag heißt Anwendung von freien Geodaten und die wichtigste Datenquelle weitaus ist die OpenStreetMap. OpenStreetMap, ich fasse es heute mal kurz, weil erfahrungsgemäß vor allem die Leute zum OpenStreetMap-Vortrag kommen, die eh schon ein bisschen wissen, was OpenStreetMap ist, aber kurz halt ein paar Worte. Es ist eine freie Weltkarte nach dem Wiki-Prinzip. Das heißt, so wie die Wikipedia eine freie Enzyklopädie ist, so ist die OpenStreetMap eine freie Weltkarte. Genau genommen handelt es sich um eine Geodatenbank und aus dieser Geodatenbank kann man alles Mögliche erstellen. Zum Beispiel, man kann Karten erstellen, Karten, also OpenStreetMap eigentlich heißt Straßenkarte, also Hauptanwendung ist natürlich Straßenkarte, aber es sind auch Radwege drinnen, es sind Skipisten, es gibt also die OpenPistMap, es gibt eigene Karten für Seefahrer, es gibt Karten für Reiter, Wanderer und kann wirklich alles Mögliche daraus extrahieren. Es sind sehr viele Points of Interest drinnen, das heißt, wir erfassen Lokale, sprich Restaurants, Bars, Cafés, wir erfassen Geschäfte, wir erfassen jegliche Sehenswürdigkeit und so ziemlich alles, was es auf der Welt gibt, wird irgendwie erfasst. Es gibt Leute, die erfassen jeden Hundekot Sackerlspender. Und was wir auch haben, sind Routen, das wären zum Beispiel Buslinien, Eisenbahnlinien oder auch Radwege. Gut, ich habe gesagt, OpenStreetMap ist eine freie Weltkarte und jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich für die ganze Welt? Und da gibt es in einem nordöstlichen, nicht direkten Nachbarland, sondern Tschechien liegt dazwischen, in Polen, die sind in der OpenStreetMap ein bisschen schlechter abgebildet und das hat diesen ganz einfachen Grund, dass die schon 2002, also 2 Jahre bevor der Steve Coast von OpenStreetMap die Domain einmal registriert hat, schon begonnen haben, eine eigene Karte herzustellen und es war gerade in der Zeit, wo das Datenformat von den Garmin-Geräten zurückentwickelt worden ist und die haben da gemacht die Unofficial Map of Poland, also kurz UMP und es ist eine Garmin-Karte für Polen. Mittlerweile haben sie den Fokus auch erweitert, also gerade Osteuropa ist recht gut abgedeckt bei ihnen. Resteuropa ist auch vorhanden, nur zum Beispiel in Österreich sind gerade einmal Autobahnen und die stärker befahrenen Bundesstraßen vorhanden. Also wie gesagt, es ist zugeschnitten auf Garmin-Geräte, während OpenStreetMap eine allgemeine Datenbank ist, in einem völlig anderen Format sind.
Die Lizenz ist eine Creative Commons Lizenz. Früher war OpenStreetMap auch, hatte OpenStreetMap auch eine Creative Commons Lizenz. Da konnten wir die Daten von UMB importieren. Mittlerweile haben wir eine spezielle Datenbanklizenz, die einfach ganz einfach den Anforderungen einer Datenbank besser entgegenkommen. Eigentlich bei der Creative Commons Lizenz müsste man, wenn man eine Karte erstellt, bei von jedem Benutzer, der irgendwann irgendetwas in diesem Bereich editiert hat, anführen als Autor, und das ist ganz einfach unpraktikabel, und deshalb haben wir eine Lizenz, bei der es reicht, dann hinzuschreiben Copyright by OpenStreetMap Contributors, während eigentlich die Creative Commons Lizenz mit Namensnennung, also BY-NC Namensnennung, eigentlich verlangen würde, dass man jeden Nutzer einzeln auflistet. Die bieten im Wesentlichen diese eine Gamenkarte an und die Points of Interest, sprich Geschäfte, Lokale, sind als Points of Interest in dieser Karte integriert, aber nicht getrennt verfügbar. Und als dritte wesentliche Quelle werden so nennen die Open Government Data Initiativen, und das ist einfach die Idee dahinter, dass wenn der Staat schon mit öffentlichen Geldern Daten sammelt, dass die dann ja auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollten. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, begonnen von den großen Städten Wien, Linz und Graz, die da ein bisschen eine Vorreiterrolle hatten. Mittlerweile sind auch einige Bundesländer dabei, seit ganz kurzem sogar auch die Steiermark. Und hier werden Daten, die erfasst worden sind, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt unter freier Lizenz, meistens eine Creative Commons Lizenz mit Namensnennung, wobei wir von der OpenStreetMap teilweise verhandelt haben, dass wir trotzdem die Daten verwenden dürfen, und wir haben das dann im Wiki einmal groß, praktisch die Namensnennung, dass wir Daten von diesen jeweiligen Open Government Data Initiativen verwenden. Diese Daten kann man direkt verwenden, auch, das heißt, man kann auch diese Daten konvertieren und auf sein Garmin spielen. Es handelt sich ja meistens um bestimmte Points of Interest, wie zum Beispiel Apotheken, Ärzte, Schulen, Kindergärten, Freibäder, aber auch andere Daten haben sie, wie zum Beispiel Radwege, Flüsse, Seen, Teiche. Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage, ich habe gesehen, also ich kenne das Portal, und meines Wissens ist das der meistens CC BY oder mit CC BY SE. Okay, ja gut, dieses, was es meist ist, ja, dann habe ich vielleicht ein unrepräsentatives Sample gewählt, wo ich nachgeschaut habe und das vielleicht unangemessen verallgemeinert, ja. Kann sein. Zu sagen wäre, dass man kann es direkt auf sein Garmin spielen, indem man es mit entsprechenden Programmen konvertiert, aber eher ist es eine wichtige Quelle für uns von der OpenStreetMap, als dass man es direkt auf einem Garmin verwendet. So, jetzt habe ich zuerst über die Daten gesprochen, jetzt spreche ich über die Plattformen. Also Garmin ist schon öfter gefallen, das ist einer der wichtigsten Hersteller von Navigationsgeräten, und der große Vorteil, sie haben zwar ein proprietäres Format, aber dieses Format ist reverse-engineert worden, eben schon vor mehr als 10 Jahren, und mittlerweile wirklich gut verstanden, und deshalb kann man freie Daten einfach in dieses Format konvertieren. Zweite große Hersteller, der zumindest in Amerika sehr bekannt ist, ist Magellan. Die haben ebenfalls ein proprietäres Format, das ist auch teilweise reverse-engineert worden, wobei, so wie ich gesehen habe, sind diese Skripts teilweise schon ein bisschen verwaist, das sind Python-Skripts,
Wenn jemand so ein Gerät hat, müsste man sich das näher mal anschauen, was da noch funktioniert. Grundsätzlich ist zu sagen, diese Firma bietet auch ein kommerzielles Development Kit an, mit dem man eigene Daten überspielen kann. Und dann wären noch zwei andere wichtige Plattformen zu nennen. Das eine ist Android. Natürlich als freie Plattform an und für sich müsste man meinen, ja, die ideale Plattform. Es gibt hier auch wirklich verschiedene Software, sowohl freie als auch proprietäre Software. Qualität ist unterschiedlich. Meistens sind es spezielle Nischenanwendungen. Also eine sehr schöne Nischenanwendung ist von der Firma Bike City Guide, die in Graz beheimatet ist, die für einzelne Städte Fahrradnavigation anbietet. Ansonsten wäre auch zu nennen, es gibt in Deutschland eine Firma, die heißt TacWag, die vertreibt eigene Android-Phones, in der bereits OpenStreetMap-Daten drinnen sind. Allerdings ist das wieder proprietäres Format und man kann selber nicht viel tun damit. So, was gibt es jetzt für Garmin? Für Garmin gibt es eine große Auswahl an fertigen Karten. Die sind auf dieser Seite hier zu finden. Ist eine große Übersicht. Nicht alle sind routingfähig, das heißt, wenn man möchte, dass einem das Navigationsgerät auch tatsächlich navigiert, sollte man schauen, dass man eine routingfähige Karte verwendet. Zielsuche würde ich derzeit noch empfehlen, eher die Points of Interest zu verwenden. Die Adresseingabe funktioniert mittlerweile schon ganz gut, aber ist hier und da noch etwas unausgereift. Teilweise zum Beispiel ist eine Straße, zum Beispiel die Infeldgasse, nicht Graz zugeordnet, sondern einem Bezirk und teilweise noch einem falschen Bezirk. Es gibt für unterschiedliche Länder, manche gibt es weltweit, manche nur für einzelne Länder, manche sind optimiert für Fahrrad, manche sind optimiert für Autonavigation und es gibt auch viele Spezialkarten, wie zum Beispiel die Reit- und Wanderkarte. Dann ist die Datei, die man drauf spielt, die hat auf das Gerät, die hat den Namen gmapsub.img und die enthält immer die ganze Karte. Die Karte ist aber aufgeteilt in verschiedene Kacheln. Die Kacheln sind etwa so groß wie ein Bundesland. Und da muss man auch schauen, wie viel Platz hat man auf seinem Navi. Ältere Geräte haben eine Limitierung auf 2 GB, da muss man dann schauen, welche Kachel man auswählt. Neue Geräte können auch 4 GB große Dateien handeln und haben vor allem den Vorteil, dass man mehrere Dateien gleichzeitig gespeichert haben kann. Und wir haben einen Stand hier an den Linux-Tagen und bieten an, dass wir solche vorgefertigten Karten auf ein Garmin überspielen. Zweite Möglichkeit ist natürlich, man macht sich selber. Ist alles gut dokumentiert im Wiki. Im Wesentlichen gibt es 2 Programme. Eines ist die Kommandozeile, die ist wie fast überall die etwas mächtigere, aber es gibt auch eine GUI-Version. Gerade wenn man einen sehr kleinen Ausschnitt hat, den man sich von der OpenStreetMap exportiert, diese .osm-Datei abspeichert, kann man mit diesem Mac GMAP GUI sehr schnell konvertieren. Habe ich ausprobiert, ist kein Problem. Für größere Ausschnitte wird man noch ein bisschen Vorverarbeitung machen müssen. Das wären die Karten und dann gibt es aber noch zusätzlich für Routen und Tracks noch andere Möglichkeiten, nämlich das GPX-Format, also Geocacher werden das schon kennen. Es ist ein plattformunabhängiges Format, kann man in Points of Interest speichern oder Routen oder Tracks. Wir in der OpenStreetMap haben ein anderes Datenformat, wir haben das .osm-Format und um das umzuwandeln gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten, entweder das GPS-Babel, ein Kommandozeilenprogramm mit sehr vielen Optionen, oder man nimmt sich einen der Editoren,
und speichert dann das GPX ab. Es gibt teilweise auch Webservices, von denen man sich herunterladen kann. Wie zum Beispiel, und das ist mein erstes Beispiel, Radwege. Wir haben hier im Wiki eine schöne Übersichtsseite über alle Radwege in Österreich. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, sonst schalte ich kurz auf den Browser. Da kennt man es vielleicht ein bisschen besser, sonst kann man besser zoomen. Und wir haben hier für jeden Radweg, zuerst einmal sehen wir, ob er schon gut erfasst ist. Und dann haben wir hier einen Punkt GPX. Und wenn man da drauf drückt, kann man sich ein GPX-File herunterladen. Das kann man sich direkt auf das Navi draufspielen. Und dann bekommt man eingezeichnet auf der Karte, wie man entlangfahren soll. Beziehungsweise kann man auch einstellen, dass einem die Abbiegehinweise sagt. Was gibt der Status an? Inwiefern erfasst ist die Strecke oder der In dem Fall geht es um die Strecke, es ist ja bekannt, wie lang diese Radroute ist und wird verglichen, ob wir hier jetzt alle Kilometer haben oder ob teilweise noch der Routenverlauf fehlt. Das heißt, da sind Leute einfach teilweise stückelweise gefahren, ja. Das ist vielleicht zusammenstückelt worden. Genau, ja. Also, es ist anzunehmen, dass es recht bald alles auf 100% sein wird, nachdem die Radwege jetzt vor kurzem vom Open Government Data Portal Steiermark veröffentlicht worden sind. Und es ist eigentlich relativ wenig Arbeit noch, um das dann hier auch einzupflegen. Sind die Daten verlässlich? Wie nehmen die Daten auf? Das Land hat ja auch die Beschilderung gemacht, da nehme ich schon an, dass die wissen, ja. Ja, also eben Open Government Data ist das Land und das Land hat ja auch in dem Fall die Landesradwege gemacht. Da nehme ich an, also sobald wir die importiert haben, dass wir da sehr guten Stand haben werden. Die Bodenbeschaffenheit ist jetzt bei den Open Government Daten nicht dabei, oder? Die ist bei den Open Government Data nicht dabei. Dort, wo wir es erfasst haben selber, haben wir eigene Tags, in denen wir die mit abspeichern. Also ob es Schotter ist oder Asphalt, also den Bodenbelag und teilweise auch gibt es eigene Tags für zum Beispiel Inlineskate-Tauglichkeit. Und ein zweites Beispiel, das ist jetzt für die Kommandozeile, das zeigt allgemein, wie kann man Points of Interest filtern, die man vielleicht so nicht so gut gefiltert in der Karte hat. Und als Beispiel hätte ich hier, wie bekomme ich alle Nichtraucherlokale? Und das ist ein Aufruf an die X-API, das ist ganz einfach eine URL. Die kann man auch so in den Browser eingeben, wenn man sie nicht über Kommandozeile abrufen möchte. Hat hier einen fixen Vorspann für eben diese API. Und hier kann man einzelne Tags eingeben, zum Beispiel Smoking the Snow, dann hat man lauter Nichtraucher. Dann Amenities, Restaurant oder Café, also der gerade Strich ist ein Oder. Und man kann noch eine sogenannte Boundary Box angeben. Und diese Boundary Box wären gerade die Koordinaten, die Graz begrenzen. Und mit dieser Zusatzoption AddMeta kann man sicherstellen, dass man diese Datei auch im JOSM öffnen kann. Ein zweiter Schritt, da gibt es dieses OSM-Converter, habe ich in einer der vorigen Folien gehabt. Mit diesem Programm kann man auch die Informationen, die jetzt nicht auf einzelnen Punkten liegen, sondern auf den Gebäudeumrissen, wieder zu Punkten zusammenfassen. Dann kann man es mit dem GPS-Babel konvertieren und wenn man will, kann man auch die Symbole vereinheitlichen, weil ansonsten gibt es eigene Symbole für ein Restaurant und für ein Café. Und wenn man zum Beispiel haben möchte, ein Symbol, einen roten Punkt für Nichtraucher, dann kann man sich das mit dieser Regular Expression selber basteln. Also es ist gedacht, wenn das jemand ausprobieren möchte, dann kann man es kopieren,
in einen Editor einfügen und von dort dann in eine Shell kopieren. Gut, weitere Informationen, weil der heutige Vortrag war recht kurz, kriegt man alles im Wiki. Es gibt eine Mailingliste, es gibt ein Forum und es gibt eine Google-Community. Heute um 16 Uhr findet noch ein Editierworkshop für Einsteiger statt. Oder wenn jemand es abseits von heute auch wieder gesellig haben möchte, wir veranstalten regelmäßig Mapping-Partys, mit denen wir zum Beispiel so mit dem Fahrrad unterwegs sind und Dinge erfassen. Die nächste Mapping-Party findet kommenden Freitag statt, diesmal in der FH Joanneum im Rahmen des Barcamps. Ansonsten haben wir monatlich alternierend zur Mapping-Party einen Stammtisch. Der nächste wird Ende Mai stattfinden. Auf dieser Seite gibt es dann den Link zum Doodle-Sheet, zur Terminabstimmung. Und ich habe auch Open Government Data erwähnt. Hier gibt es quartalsmäßig einen Stammtisch. Der nächste findet am 21. Mai um 18 Uhr im Spektral statt. Und meine Folien kann man sich herunterladen. Sam Source, ich selbst glaube an das Creative Commons Prinzip. So, das war's von meiner Seite.